Techniktraining im Leistungs- oder Hochleistungstennis, da befinden wir uns ja nicht mehr im Technikerwerb, hoffentlich nicht mehr. Das heißt, wir müssen schauen, wo können wir noch neue Reize setzen. Und aus eigener Erfahrung kann ich sagen, ist alleine schon diese optische Barriere, die jetzt hier ist, ein sehr guter Faktor, eben deutlich Cross zu spielen. Das machen sie gut. Welche Drucksituationen haben wir im Tennis? Zeitdruck, haben wir auch schon viel drüber gehört. Wir haben Präzisionsdruck, schon allein durch unser kleines Spielfeld. Wenn wir dann auch noch in bestimmte Zonen spielen wollen, erhöht sich der Präzisionsdruck umso mehr. Und wir haben auch sowas wie Komplexitätsdruck, das heißt, viele Dinge gleichzeitig oder ganz schnell hintereinander erledigen zu müssen. Ab dem nächsten Schlag kriegst du mal einen zugeworfen, den wirfst du mir immer direkt zurück. Genau. Ziel ist aber, dass das Cross-Duell weiterläuft. Ich kann das dann versuchen zu erhöhen, mal mit dem Bodenpass. Jetzt wirfst du auch mit dem Bodenpass zurück. Bodenpass, genau. Ja. Das heißt, die Jungs versuchen jetzt weiterhin, gutes Cross-Duell zu spielen. Das ist immer der Fokus. Das heißt, auch wenn ich da sehe, die Qualität sinkt, dann sollte ich versuchen, wieder einen Schritt zurückzugehen. Oder ich bin vielleicht in der Ermüdung der Jungs angekommen. Hauptstadt von Spanien. Madrid. Muss da schon kurz überlegen. Gut, die Wurzel aus 49. Auch 7, sehr gut. Also genau das Entscheidende hier, was auch immer ich ihn frage, das muss ich natürlich auch individuell anpassen. Was ich hoffe dazu zu erreichen für den Spieler ist, dass der Kopf mit was anderem beschäftigt ist. Das kann ruhig ein bisschen komplizierter sein. Der kann auch ruhig mal 2 Schläge lang darüber nachdenken müssen. Wie gesagt, keine Frustrationstoleranz. Ich kriege unheimlich viel von meinen Eltern und muss unheimlich wenig dafür tun. Und dann stehe ich plötzlich auf dem Tennisplatz und mache laufend Fehler, verliere unheimlich viele Matches und ja, damit können die heute halt viele einfach nicht gut umgehen. Und vielleicht kann das auch mal ein Thema sein, damit solche Dinge einfach besser funktionieren, weil sie unheimlich wichtig sind.